Ahoi Leute, mein Filmtipp für euch diese Woche mit Air. Die Leute wissen nicht mal, was ein Nike ist. Was ist ein Converse? Der NBA All-Star-Schuh? An Nike ist nichts Cooles. Du brauchst also ein wirklich überzeugendes Argument. Ich kann ihm die eine Sache nennen, in der wir absolut konkurrenzlos sind. Unsere Basketball-Sparte ist echt beschissen. Air, der große Wurf, erzählt die Geschichte von der Kooperation zwischen dem Basketball-Superstar Michael Jordan und dem Sportschuhhersteller Nike. Nike war damals unter Sportlern noch nicht sehr beliebt, als sie das Marketingteam für den Newcomer Michael Jordan als Botschafter entschieden hat. Was ist der Plan? Wir machen einen maßgeschneiderten Schuh für ihn. Ich brauche den besten Basketballschuh, den es jemals gegeben hat. Für welchen Spieler? Michael Jordan. In Air geht es weniger um den Sportler Michael Jordan als um die Schuhe, die Air Jordan. Natürlich hängen diese Erfolgsgeschichten zusammen, aber wir erfahren eben mehr über die Pläne bei Nike und sehen die Hintergründe, die noch nicht so bekannt sind. Jetzt musst du die brillante Idee raushauen, auf die sonst keiner kommt. Lass hören. Ich hab ihn. Wen denn, Jesus? Zu teuer für uns. Ich verwette meine Karriere auf einen Spieler. Mein Name ist Sonny Vaccaro, ich bin von Nike. Die Themen sollen jetzt nicht abschrecken, dass der Film nur etwas für Sport- oder Schuhfans wäre. Ben Affleck führt Regie, was bei seinen bisherigen Filmen immer ein Qualitätssiegel war. Außerdem spielt er selber mit, neben Matt Damon, Viola Davis, Chris Tucker und Jason Bateman. Blockbuster-Material. Und trotzdem müsst ihr gucken, ob der Film in eurem Kino überhaupt einen schönen Saal bekommt, denn diese Woche ist die Konkurrenz riesig. Zuallererst mal ist er der Super Mario Bros. Film, von dem habt ihr bestimmt schon was gesehen. Diese Woche kommt aber auch The Pope's Exorcist mit Russell Crowe und Terminator 2 ist das Jubiläum zurück im Kino. Weiterhin sind dann da noch Dungeons & Dragons und der vierte John Wick Teil. Ihr habt also eine riesen Auswahl, aber dafür ja jetzt zum Glück meinen Tipp Air. Lasst gerne ein Like da, schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann viel Spaß im Kino. Ich glaube an Jens. Ich glaube, er ist die Zukunft. Seine Geschichte, die bringt uns dazu, fliegen zu wollen. Aber ein Schuh ist mein Schuh, bis mein Sohn ihn anzieht.